Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu meiner nächsten Tutorial-Reihe. Ich habe den Fehler gemacht, habe einen angefangenen Track auf Facebook gepostet und habe ungefähr 40 Anfragen gekriegt, wie ich diesen Track gemacht habe. Und da geht es so ein bisschen in diesen Dubtech-Bereich rein. Mittlerweile heißt es leider Dubtechno, ich bin eher auf dem Überbegriff Techno. Aber irgendwie sagen viele dazu jetzt Dubtechno und leider, wenn man in Läden guckt und das kategorisiert, findet man das auch unter Dubtechno. Aber nun ja, vorweg will ich noch eins wegnehmen. Ich habe in meinen letzten Videos einen Synthesizer benutzt, der von Team Air released wurde. Team Air ist eine Cracker-Gemeinschaft, die ich absolut null supporte, aber dennoch habe ich diesen Crack mir runtergezogen. Denn ich habe dieses VST-Plugin ungefähr vor 2 Jahren als Original gekauft, also aus dem Internet gekauft. Und eine Download-Version gekriegt und leider habe ich meinen Rechner neu und neu und neu und neu gemacht und irgendwann ist dieser CD-Key mal abhanden gekommen. Und bevor ich die Firma da jetzt 1000 Mal anschreibe und ich jedes Mal einen neuen CD-Key anfordern muss, den ich dann auch nicht bezahlen muss, habe ich gesagt, okay, ich crack mir das Programm und ist somit wieder legal, weil wenn ihr mir an die Karre pissen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich kann alles nachweisen, wenn ich es denn, wenn ich die Zeit und da auf jeden Fall investiere und die Firma anschreibe, dann kann ich das auch nachweisen, dass ich das wirklich gekauft habe. Gut, also vielen Dank für die, die mich anpissen wollten. Gut, ich habe für dieses Video jetzt oder für diese Videoreihe von Fabfilter die Kompressor und Equalizer und den Timeless im Visier. Das heißt, wenn irgendjemand das nachbauen will, besorgt euch diese Plugins und auf jeden Fall nehmen wir wieder den Silent One. Auch wieder als gecrackte Version. Also wer Interesse hat, darf sich das gerne kaufen und dann geht das los. Um die Frage gleich vorwegzunehmen, wo ich meine Plugins her habe. Ich habe diese Fabfilterreihe zum Beispiel komplett aus der Zeitschrift Beat. Dort waren überall die Gratis-Versionen drin, die man dann gegen 30 Euro Zuzahlung zu einer Vollversion umwandeln konnte. Habe ich getan und ja, es lohnt sich allemal, sagen wir es so. Für die Samples, die wir nutzen werden, wir werden überwiegend mit Audiodateien arbeiten und uns auch den Synthesizer in eine Audiodatei umwandeln. Und zu den Samples kann ich nicht viel sagen. Geht auf www.soundstosample.com. Dort findet ihr die Sample-Pakete, die ich hier nutze. Oder geht auf vipsamples.com oder kauft euch die Zeitschrift Beat und die Zeitschrift Keys. Und dort findet ihr auch reichlich gratis Sample und die benutze ich halt hier heute. Gut, wir fangen jetzt an mit einem Synthesizer und zwar, wie schon gesagt, den Silent One. Na, ich bin heute ein wenig spackelig, kein Problem. Ja, hier Team Air, Peace Out. Und zwar nehmen wir da ein Init Preset, also ein leeres Preset. Und wir stellen uns hier einfach mal eine Sinuswellenform ein. Mit einer etwas höheren Decay und einer mittleren Release-Zeit. Setzen uns einen Filter. Übersteuern das Ganze ein bisschen und wir setzen uns ein Pitch mit rein, der nur wirklich ganz leicht sein soll. Also ihr seht es hier 0,10 und wir hören dann mal rein. Ich frage mich gerade, warum mein MIDI-Board nicht funktioniert. Naja, möchte es halt nicht. So, wir nehmen hier ein bisschen die Attack raus. So, klingt das schon mal ganz vernünftig. Wir können hier die internen Effekte mit nutzen, rate ich erstmal von ab. Das machen wir dann später. Und zwar, was wir jetzt hier als erstes machen wollen, ist quasi den Sub-Bass-Bereich raussuchen, den wir haben wollen. Und wir befinden uns hier in den Noten in dem Nuller- oder Einser-Bereich. Ich würde mal sagen, hier unten liegen wir ganz gut. Und was wir jetzt machen, wir nehmen eine Note auf und resamplen uns das auf einer Audiospur.
Resampling, wählen hier die Aufnahme und geben mal Gas. Dafür sollten wir allerdings hier auch auf Aufnahme drücken. Super. Und damit können wir den jetzt erstmal noch nicht löschen, den lassen wir zur Not noch drin, falls uns der Sound nicht gefällt. Und daraus bauen wir uns jetzt den dunklen, immer goldenen Bass, der auch immer am Start sein muss bei so einer Musikrichtung. Wir wählen uns erstmal den Bereich aus. Mit Steuerung L wählen wir uns den Bereich als Loop-Bereich aus. Und jetzt nehmen wir uns unser Sample, kopieren das einmal und fangen jetzt eigentlich quasi an. Bum, bum, bum. Wir setzen uns nochmal kurz eine Bum-Bum mit rein, damit wir eine Referenz dazu haben. Einen Vergleich quasi. Dort wählen wir uns gleich eine aus, die wir eventuell auch dann im Track nutzen werden. Dafür. Die ist gut. Die werden wir nutzen. So, jetzt verkürzen wir uns den Bereich. Und werden jetzt eigentlich anfangen, das Ding so ein bisschen zu schnippeln hier. So, und jetzt können wir das zum Beispiel mal umdrehen. Dann lassen wir uns hier die Fades anzeigen. Und dann seht ihr, dass wir hier einen Ton haben. Was schon mal ganz in Ordnung ist. Jetzt gehen wir bei und sagen, also wir haben jetzt hier unseren Subbass, den nennen wir auch so Subbass, und wir nennen das ganze Ding hier mal Kick. Achtet bei der Musikmachen-Geschichte hier immer so ein bisschen darauf, dass ihr auch das Ganze ein bisschen ordentlich behaltet und das ordentlich beschriftet, weil jetzt hat neulich einer wieder auf Facebook gepostet, ja, ich habe dann Track gemacht und habe mich im Arrangement verloren. Das könnte unter anderem daran liegen, dass man zu viele Gruppierungen macht, zu viele Effekte nutzt, die nicht ordentlich einstellt oder nicht ordentlich benannt, dass man wirklich hinterher den Überblick verliert, und das soll natürlich nicht passieren. Und das wird uns auch hoffentlich nicht passieren. Wir fangen jetzt mal an mit der Kickdrum. Und zwar werden wir die so einstellen, dass wir komplette Tiefen raus haben. Ja, ungefähr so. Und dasselbe werden wir jetzt bei dem Subbass machen, nur wie es eben so schön heißt, Sub, ja, oder Subbass. Werden wir das so einstellen, dass wir hier wirklich nur die Extremtiefen drin haben. Und extrem sage ich mal, wir haben hier die 100 Hertz Grenze. Und da seht ihr, wie extrem ich das meine. So ganz zufrieden mit. Werde mal in den Silent Kumpel wieder reingehen und vielleicht mal so etwas noch resamplen. Ganze Geschichte dann mal so ein bisschen hin und her tauschen.
Klingt schon angenehmer. Und vielleicht werden wir uns den auch doppelt so lang machen. Das heißt, wir werden das ein bisschen hin und her kopieren. Ich weiß gar nicht, ob ihr das über YouTube hören könnt. Pervers geil. Aber wir brauchen definitiv hier drauf eine andere Kick. Wir versuchen es mal mit unserer Standard-Tutorial-Kick. Die ist ein bisschen tiefer, ein bisschen bauchiger. Muss man nicht machen. Wir gehen wieder an unsere Kick und suchen uns den optimalen Bereich aus. Na, ich würde mal sagen, hier lassen wir sie. Und setzen da heute jetzt mal einen Kompressor drauf. Dafür empfehle ich auch den Kompressor von FabFilter, weil der hat schöne Presets. Schön, so lassen wir das jetzt erstmal. Und als nächstes werden wir uns 4 MIDI-Spuren erzeugen. 1, 2, 3, 4. Und die werden wir benennen in SC1. Ich habe voll Finger-Trouble heute. Das will hier aber auch alles nicht so, wie ich will. SC2, SC3 und SC4. Darauf werden wir jeweils einen Sampler legen. Diesen Simpler kommt genau unsere Kickdrum, wie wir sie jetzt hier im Track auch nutzen. Und wir werden uns pro Dings hier, pro Line, sage ich mal, eine Bassdrum ziehen, die identisch ist. Dann ziehen wir uns in der zweiten Lane eine Bassdrum, die einen Takt versetzt ist. In der nächsten Lane ist sie dann wieder einen Takt versetzt. Und in der letzten Lane ist sie noch einen Takt versetzt. Somit haben wir 4 verschiedene Sidechain-Optionen.
Und haben somit natürlich auch hinterher bei dem ganzen Effektgedönse ja, bessere Chancen, einen geilen Sound rauszukriegen. Und somit können wir hier auch gleich mal anfangen, zum Beispiel mit unserer Sidechain-Geschichte auf unserer Bassline. Hier würde ich gar nicht groß Sidechain drauf geben. Was wir jetzt noch machen ist, wir stellen mal minus 3 dB ein, um hier das Clippen zu vermeiden. Wir kommen hier immer ein bisschen ins Clippen, aber das nehmen wir hinterher mit einem guten Limiter raus. Das heißt, mit einem guten Limiter, dafür werden wir einen Standardlimiter erstmal verwenden. Ich würde erstmal sagen, machen wir weiter. Und zwar gehen wir in die Region, dass wir sagen, konsolidieren das erstmal. Alles schön fein säuberlich. Ah, das gefällt mir gut. Und gucken mal, was wir hier so haben. Bringen mal den nächsten Sound an Start. Und dafür heißt es einfach, Kreativität kennt keine Grenzen. Zum Beispiel jetzt das Element mal mit rein und veredeln das so gleich ein bisschen mit ein paar Effekten. Lassen wir hier so stehen. Ihr habt gesehen, ich habe die Tiefen rausgenommen und ein bisschen am Reverb gespielt. Das werden wir hinterher wahrscheinlich dann alles ändern. Machen wir erstmal weiter mit dem wichtigen Part, mit unseren Heads. Und dafür werden wir uns wieder dem Resampling widmen. Ich mache es ja meistens so, dass ich weiß, alles klar, ich habe von da bis da, was weiß ich, eine halbe Sekunde. Stell mir ein bisschen längeres Reverb ein. Ja, so habe ich noch einen knackigen Transienten am Anfang und weiß, alles klar. Ich habe den Sound hinterher noch kristallklar quasi. Dann zack, zack, zack. Wollen wir hier mal resamplen. So. Dann können wir den.
erstmal rausschmeißen. Und müssen erstmal rauchen. Liebe Kinder, denkt daran, Rauchen ist voll ungesund und schadet eurer Lunge und eurem Herzen und eurer Haut und allem, was dazu gehört. Und mit diesem schicken Teil hier wollen wir jetzt mal reinhören. Und was uns sofort auffällt, ist, dass wir zu viel Tiefen da drin haben. Das heißt, auch hier werden wir in einem ordentlichen Höhenbereich arbeiten und werden eventuell diesen scharfen Anfang noch einen Ticken schärfer machen. Nein. Wir lassen das so und werden einen Sidechain drauflegen. Und zwar haben wir mehrere Sidechains zur Auswahl. Wir werden gucken. Der hier. Und jetzt haben wir ja auch gleich gehört, dass wir unsere Snare Drum vielleicht mal ein wenig Fülle geben könnten. Geben. Finde ich ist schon ganz in Ordnung. Kommen wir aber jetzt erstmal Snare, dann nennen wir das jetzt mal unser Right. Und dazu brauchen wir einen Gegenpart. Und zwar werden wir dazu nochmal Head setzen. Die werden wir erstmal einmal so konsolidieren und insgesamt wieder ein ganzes Stück leiser machen. Und dann werden wir uns den Bereich hier rausschneiden, die einfach mal umdrehen und hier die beiden Transienten quasi zusammenführen. Lassen wir uns wieder die Fades anzeigen. Das funktioniert noch nicht so ganz, wie ich das will. Aber so ist es ganz cool. Ja, das Zufallsprinzip hat es wieder bestimmt. Das hier
jetzt zum nächsten. Und zwar werden wir uns dafür wieder einer Snap bedienen. Die hier ist schon ganz in Ordnung. Und was dieses Markante beim Techno ist, sage ich mal, dass wir so einen Dauerton im Hintergrund immer haben. Also man kann sich die Lieder mal anhören und man stellt immer fest, man hat eine Art Dauerton. Und das hier ist jetzt so der stressige Part. Denn hier muss man jetzt versuchen, einen durchgehenden Ton zu machen, der aber auch noch stimmig klingt. Und da muss man einfach ein bisschen kreativ und erfinderisch sein. Okay. Da müssen auf jeden Fall die Tiefen raus. Nachzuhelfen, dass wir diese Lücken, die hier entstehen, ein bisschen füllen. Und das Ganze jetzt auch möglichst in einen Stereobereich drängen, der außerhalb unseres eigentlichen Tracks liegt. Bei so einem Dauerton immer darauf achten, dass wir die Möglichkeit zur Variation haben. Ich zeige euch das. Ja, zum Beispiel so eine Variation. Wir werden mal versuchen, hier ein Swing mit drauf zu bringen. Der klingt schon mal ganz ordentlich. Diesen Dauerton werden wir so erstmal drin lassen. Der wird uns eigentlich den ganzen Track dann über begleiten. Und deshalb nennen wir ihn Dauer 1 und werden jetzt noch gucken, dass wir ihn vielleicht sogar gesidechained kriegen. Gut, dann nächsten Dauerton, sage ich mal, den wir jetzt anstreben, ist auf
jeden Fall ein Sample, was ein bisschen melodischer wirkt. Dafür nehmen wir zum Beispiel. Ja, sowas kann man hier mal probieren. Man muss halt ein bisschen kreativ sein. Ich hasse dieses Arbeiten an diesem Nahbereich. Das ist furchtbar. Völlig verdreckt und verkalkt, aber wir machen da was draus. Monitor schlagen, der kaputt ist. Hier werden wir versuchen, den Sound wieder zu sidechainen. Fehlt auf jeden Fall irgendwas Rauschiges mit drin. Um ein Rauschen zu erzeugen, nimmt man einfach gefällt mir im Grundton eigentlich schon nicht. Machen wir auch. Immer ein schöner Effekt, findet man in jeder Sample Library. Der Swoosh nach oben hin.
Das hier war unser Dauer 2. Dauer 2 und den nennen wir mal Swoosh. Bevor jetzt der nächste Anscheißer kommt, Windows aktivieren, und ich kann das auch zeigen. Hier, meine Windows 7 Version ist nicht angemeldet. Wer ein Foto haben möchte von meiner Originalverpackung Windows 7, kann er gerne fragen, schicke ich ihm. Nur leider habe ich das Windows so oft aktualisiert, dass ich es nicht oft, nein, so oft neu gespielt, aufgespielt, dass ich es nicht mehr online aktualisieren kann. Das muss ich per Telefon machen und das kostet jedes Mal 1,80 die Minute oder so. Und da habe ich keinen Bock drauf zurzeit. So, dann wollen wir mal weiter in den 16-Bereich gehen, und zwar werden wir das wahrscheinlich auch mit Effekten füllen. Da haben wir einen sehr, sehr geilen Effekt. Alter, mir sprengt es gerade voll die Ohren weg. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Aber mir ist es gerade voll zu heavy. Huhuhu. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr viel machen. Ich wollte jetzt eigentlich 16. Hertz setzen, aber das Ding hier rockt ziemlich geil rein, finde ich. Wenn man ihn dann. Hier, dieser Hintergrundsound, das ist so, das hört sich voll geil Hört sich an voll über geil an über Kopfhörer. Kopfhörer. Sehr geil. Muss ich gleich erstmal eine rauchen. Gucken, was die Videolänge sagt, nicht wahr? Naja, 38 geht noch. So, jetzt aber 16. Da werden wir uns irgendwelchen Heads bedienen. Irgendwas sehr kurzes. Zack, zack. War mir klar, dass Herr Marco wieder die Zeiten nicht lesen kann. Gut, als erstes konsolidieren. Und hier gleich mal eine Änderung reinbringen, dass wir den Part hier. Perfekt. Hier hören wir sofort, dass dort die Tiefen raus müssen. Okay, ich habe mich umentschieden. Ich mag keine 16. Hertz hier drin haben. Gut.
4 Synthesizer. Gucken und bauen. Ich weiß, den Sound gibt's schon mal. Leise ist. Weil der Transient nicht steil genug ist. Also. Da wollen wir auch unser Ride gleich mit anpassen. War so das im Takt mitgehen von dem Jungen hier. Das heißt, wir ziehen unser Ride hier rüber. Genau. Dann konsolidieren wir hier und ersetzen hier.
raus. Gefällt uns gut. Kopieren wir doch mal die Spur und setzen uns hier ein Gegenstück rein, dass wir nicht runterpitchen. Doch, wir pitchen runter. So kann man das schon mal lassen. Kickdrum, die gefällt mir mal null. Da werden wir uns eine andere suchen. Vielleicht sowas. Die vielleicht ein bisschen kräftiger eine Brust ist. Erstmal haben wir ja gesehen, wir machen den Sub lauter. Und dann limiten wir das Ganze mal ohne Einstellung. Und dann kopieren wir uns eine Bassdrum hier rein. Machen die um ungefähr 10 dB leiser. Pitchen die mal 6 Stufen hoch.
kopieren wir mal. Spuren kopieren. Und setzen hier mal drauf einen Pitch. Frequency Shifter, da ist er. Cooler Effekt dann bei so einer Geschichte. Ja, muss man dann sehen im Arrangement, wenn man dann eins macht, was wir heute nicht machen, Gott sei Dank, dass man quasi das als Effekt mit reinbringt, das ist dann schon ganz fett. Kommen wir zum nächsten Element, was ich gar nicht mehr weiß, was ich da jetzt noch reinbauen soll. Wir können ja mal gucken, auf welchem Grundton wir den jetzt haben. Wir spielen auf D3. Auf D3. Das heißt, wir setzen hier bei unserem Silent mal einen Ton auf D3. Steuerung Shift M. Das heißt D3. Pitch nehmen wir 2 runter. Den richtigen Filtertyp wählen. Gefällt mir gut. Müssen wir gleich erstmal eine rauchen, liebe Kinder, ne? Trinkt lieber Bier, bevor ihr raucht. Ist gesünder. Jetzt fehlt uns aber noch irgendwie so dieses kleine gewisse. Ihr wisst schon. Der gefällt mir gut hier hinten. Ihr seht schon, ich fülle das ganze Ding eigentlich nur mit Elementen aus
Man kann sich hier auch alles aufmachen und gucken, in welcher Reihe wo noch was fehlt. Jetzt sehe ich zum Beispiel hier in dem Feld hier, da könnte ich noch was mit reinbauen. Dafür muss man dann halt ein bisschen Ohren haben. Und dann geht das. Man kann jetzt auch noch typische Elemente bringen. Einstellt. Noch ein bisschen an den Lautstärkeverhältnissen hier hinten rum. Man effektiere das Ganze im Arrangement rauf und runter. Man füge noch den ein oder anderen derben Sound dazu. Ihr habt jetzt gemerkt, wir haben hier zum Beispiel einen Mitten-Sound, wo keine Höhen und Tiefen dabei sind. Da könnte man natürlich jetzt noch einen Sound da mit einfügen, wo noch Höhen und Tiefen mit drin sind, dass es nicht ganz so nach Radiowecker klingt. Man wähle auf jeden Fall eine andere Bassdrum, aber da müsst ihr selber klarkommen. Ich empfehle da ein Plugin und zwar ist das der. Fuck, jetzt wollte ich gerade ein Plugin empfehlen und habe vergessen, wie er heißt. Naja, ja, den solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Der macht eine schöne, knackige Bassdrum. Ich werde ihn mir demnächst auch wieder installieren. Und sobald ich weiß, wie er wieder heißt, werde ich ihn euch dann auch wahrscheinlich zeigen. Gut, aber ansonsten war es das jetzt mal in diese Richtung. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich meine Subbässe und sowas erstelle, wie ich meine Melodien dazu mache. Was heißt Melodien? Diese monotonen Töne. Und wichtig ist immer bei dieser Musikrichtung, meine ich zumindest, dass keine Zwischenräume entstehen, sondern dass ja meinetwegen ein Rauschen im Hintergrund ist, was sich aber im Rhythmus rauscht. Also was jetzt zum Beispiel hier diese Dauertöne. Ja, die sind eigentlich so Pflicht in der Musik, dass irgendwas im Hintergrund mitleiert, was aber rhythmisch dazu passt. Gut, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch mit diesem Video viel Spaß und im nächsten Video werden wir Ähnliches machen, aber ich weiß noch nicht wie. Ich lasse nochmal laufen, sag mal, hau rein, bis denn und tschüss.